wenn ihr der Joker und Harley Quinn auf Wish bestellt. What's poppin', Party People? Ich habe heute einen Gast da, und zwar die liebe Laura Larsson. Ariana Barbary. Möchtest du dich vorstellen? Soll ich dich vorstellen? Nee, mach du mal. Das ist Laura Larsson, Radiomoderatorin und Podcasterin und meine Nachbarin. Stimmt. Genau. Und alles Freundin vielleicht auch noch, aber... Möchtest du sagen, was wir heute vorhaben? Ja, wir wollen uns verkleiden. Denn es ist ja, ist das denn so an Halloween draußen, das Video? Ja, ne? Ein bisschen vor, weil ich denke, dass unser Make-up heute schon sehr inspirierend sein wird. Denke ich auch. Und deswegen sollte es ein bisschen vor Halloween sein, damit alle es nachmachen können. Und wir sind jetzt schon ja in der Vor-Halloween-Zeit. Wir sind ja beide Halloween-Fans. Da reden wir auch gleich nochmal drüber, weil wir haben euch nämlich gefragt, ob ihr uns nicht vielleicht Fragen stellen wollt. Und da sind auch Halloween-Fragen dabei, die wir auch jetzt im Video gleich beantworten werden. Und wir haben uns was überlegt. Der hat uns auf jeden Fall so richtig was Außergewöhnliches überlegt. Nee, eben nicht. Also wirklich, man muss dazu sagen, Jaco und ich waren gestern wirklich, bevor dieses Video jetzt entstanden ist, in einem Kostümshop, in einem ganz großen in Berlin. Und da haben wir ein paar Kostüme gegriffen, die auf jeden Fall zu einer Kostümfamilie gehören. Und die es, glaube ich, schon 2000 Mal gab. Und ich glaube, diese Kostüme hatten ihren Peak vor 2 Jahren. Aber wir wohnen in Spandau. Und da kommt alles ein bisschen später. Soll ich jetzt sagen, was wir uns überlegt haben? Sag, was wir uns überlegt haben. Okay, also Jaco wird sich als der Joker verwandeln. Mhm. Und ich als Harley Quinn. Ich bin ja großer Margot Robbie-Fan. Einmal vor vielen, vielen Jahren, als dieses Kostüm seinen Peak erreicht hat, da hat mein ehemaliger Kollege Tolga Aka gesagt zu mir, ich glaube, du würdest richtig gut in so ein Harley Quinn-Kostüm passen. So. Ich sehe das auch. Und ich habe dann gesagt, findest du, dass ich Ähnlichkeit mit Margot Robbie habe? Hat er gesagt, nee, das nicht, aber... Und dann war das schon wieder vorbei. Naja, auf jeden Fall genau, Harley Quinn... Und der Joker, das wird jetzt hier gleich passieren. Ich weiß noch nicht so recht, wo ich anfange. Ich glaube fast, ich muss damit anfangen, mir mein ganzes Gesicht weiß zu machen. Mein allerliebstes ist die Wig Cap, Deluxe Wig Cap. Das Gesicht. Kannst du das nachmachen? Immer in die Kamera. Und wer hat sich gedacht, naja, wenn da 2 drin sind, dann machen wir doch ein Peace-Zeichen. 2 Pieces. 2 Pieces. Da oben ist noch eine kleine Denkerblase, da steht Dream. Auf den Part freue ich mich am meisten. Besonders, wenn ich herausfinde, wie ich als Joker mit Pony aussehe. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht hinten so einen richtig guten Scheitel treffen. Weißt du, was ich meine? Ich mach das mal mit der Haarspange. Du machst das mit einer Haarspange? Ja, so einmal so, wie so ein Scheitel, wie früher so ein... Kennst du noch die Scheitelkamms? Oh ja. Kämme, also, meinst du? Scheitelkämme. Cut! Kennst du noch die Scheitelkamms früher? Die das klingt so wie eine Familie. Kennst du noch Familie Scheitelkamms früher, wenn die Scheitelkamms rüberkamen? Sag mal, wollen wir vielleicht eine Frage starten? Ja, also wenn jemand gerade eine Hand frei hat, dann auf jeden Fall ich. Deswegen komme ich aber darauf. Weißt du was, vielleicht eine Frage, die brauche ich gar nicht zu gucken, weil die wirklich so oft gestellt wurde und es tut mir jetzt schon leid für alle Menschen, die das schon dreimal gehört haben. Aber die wirklich die Hauptfrage... Die ich zumindest gestellt bekommen habe, war, Jaco und Laura, wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt. Ja, also, wir haben uns über Kevin kennengelernt, über Jacos Freund. Kevin und ich haben beide in einer Casting-Agentur für Komparsen gearbeitet, miteinander, und haben uns sehr gut verstanden, also Kevin und ich. Und dann hat er auch immer viel von Jaco erzählt und hat dann irgendwann mal gesagt, dass Jaco YouTuberin ist. Und dann habe ich auf Facebook irgendwie gesehen, ach, mit Jaco Wusch ist jetzt am Mund. Ich kannte Jaco Wusch, weil es von dem Video How to Style Air Max. Ich habe kein Video. Ich liebe dieses Video. Es gibt es nicht mehr online. Wirklich nicht? Und dann, das ist wirklich nicht wahr, wie ich aussehe. Das ist nicht wahr. Ich finde es ganz cool. Nee. Kennst du in so minderwertigen Pornoproduktionen,
wenn alte Frauen plötzlich Schulmädchen spielen müssen. Komm nach Hause vom Cheerleader-Training. Ja, und das bin ich gerade. Eine alte Frau, die besetzt wurde für eine junge Frau. Auf jeden Fall habe ich, ja, haben wir uns über Kevin kennengelernt. Wir waren dann, glaube ich, auch zusammen auf einem Dreh auf dem Tempelhofer Feld. Da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Da kann ich euch sagen, hat Jaco an dem Tag ein Harry Potter-T-Shirt angehabt und ganz neue Air Force One. Mhm. Weißt du es noch? Nee. Erinnere mich noch an den Tag, aber ich weiß nicht mehr, was ich anhatte. Da haben wir uns kennengelernt. Da hatten wir aber dann wirklich auch darüber hinaus nichts mehr miteinander zu tun. Und Kevin war dann nicht mehr bei der Casting-Agentur und ich auch nicht mehr. Bis eines Tages ich dann schon beim Radio gearbeitet habe und die Videodays waren in Berlin. Wir haben uns vorher schon gesehen, oder? Hast du mich nicht eingeladen zu KISS? Ja, das kommt ja jetzt. Ja, okay, gut. Genau, und dann waren da die Videodays und dann war ich dafür verantwortlich, da Leute, also YouTuber, zum Interview einzuladen bei KISS ja. FM. Und dann habe ich gesagt, ich kenne eine YouTuberin, die ist auch bei den Videodays. Und das warst du. That was me. Und dann habe ich dich eingeladen und dann haben wir ein Interview gehalten. Und dann hat Kevin erzählt, ja, dass er jetzt nach Charlottenburg zieht in eine WG und dass dann auch ein Zimmer frei ist. Und dann habe ich gesagt, das will ich nehmen. Das fand ich so krass. Das war so spontan. Ich weiß noch genau, ich saß auf so einer Treppenstufe bei KISS. Ja. Und dann bin ich eingezogen. Und dann haben wir ja im Prinzip zusammen gewohnt. Genau. Mit 8 Leuten in einer Vierer-WG. Ja. Und dann haben sich ja auch eigentlich erst dein Freund und mein Freund kennengelernt. Obwohl ja Nils auch aus der Gegend kommt, aus der ihr kommt. Mhm. Und gemeinsame Freunde habt. Ich möchte, bevor du weiterredest, möchte ich dir nur 2 Variationen des Jokers zeigen. Das werde ich gleich sein. Nils kannte euch eigentlich noch nicht so richtig. Aber Nils, was ja wieder eine neue Verbindung ist. War in einer Band. Genau. Mit dem besten Freund von Kevin. Und die sind zu dir zum Interview gekommen. Die sind zu mir zum Interview auch gekommen. Und da habe ich Nils wiederum kennengelernt. Ja. Und krass, dann, als ich bei euch eingezogen bin, wurden dann auch Nils und Kevin ganz dicke Freunde. Ja, dann... Krass, ne? Bist du irgendwann ausgezogen nach einem Jahr. Aha. Aber der Kontakt hielt. Genau. Und dann sind Jaco und Kevin auch irgendwann ausgezogen, nach Spandau gezogen. Und Nils und ich sind nach Spandau hinterhergezogen. Weil ihr dachtet, das wäre eine gute Idee. Ja, das ist ja ein anderes Thema. Jetzt wird das irgendwie gruselig. Das mag ich, glaube ich, nicht. Ich kann noch eine Frage beantworten, die mir gerade einfällt dabei. Und zwar, bei so Horrorfilmen. Ja. Was wären wir jeweils für ein Charakter? Ja, da kommt mal wieder auf die Pistole geschossen. Ich wäre die auf jeden Fall richtig doll Schiss hat. Also ich weiß gar nicht, ob es den Charakter überhaupt gibt, aber ich denke mir zumindest dann gerade aus. Ich wäre die Person, bei der die ganz doll Schiss hat, ganz doller Schisshase, die ganze Aha. Zeit schon und so, ne? Aha. Und die wäre diejenige, die bis zum Ende ja. bleibt, Aha. sodass sie richtig schön alleine ist und alleine stirbt auf eine bestialische Art. Ich sehe dich auch als die Person, die gegruselt wird. Ja. Ich glaube... Ich bin die komische Frau, die man ruft, die dann so mit den Detektoren kommt und das Haus analysiert. Hexenjäger, Geisterjäger. Ja, genau. So, ich bin so eine alte Frau, die in so einem Kleid kommt und dann... Mit Räucher. Diese Ausräucher. Genau, ich räucher und ich versuche Kontakt zum Geist aufzunehmen und der hört aber gar nicht auf mich. Glaubst du, dass es Geister gibt? Ich möchte glauben, dass es Geister gibt. Wirklich? Hm. Entschuldigung, aber das ist einfach, das ist so hell, dass ich schreien muss vor Lachen. Es ist einfach so weiß wie das. Wie siehst du eigentlich aus? Ich wusste nicht, wo es hingeht mit mir. Ich dachte, ich mache erstmal alles weiß. Das kann nicht sein. Ich habe eine Frage an dich einfach. Ja. Okay. So, perfekte Halloween-Party. Wie würde die für dich aussehen? Nicht, dass es dieses Jahr möglich wäre. Und wir wissen auch nicht, wann das mal wieder möglich ist. Hey, aber bestimmt eines Tages. Da würde ich mir schon eine dunkle Location wünschen. Mit sehr viel Deko. Und auch so Getränken, die so thematisch sind. Weißt du, so Getränke, wo so Spinnen am Strohhalm sind, wo jeder Angst hat, sich ein Getränk zu bestellen. Wo es auch so, weiß ich nicht, so
ein bisschen erlebnismäßig auch. Vielleicht gibt es dann Erlebnisgastronomie. Genau. Und da gibt es vielleicht auch noch so ein, genau so kleine Muffins, die so schön aussehen. Und die Kellner sind so, alle richtig krass. So Wiener Würstchen. Und dann ist da eine Mandel vorne dran. So sieht auch aus wie Finger. Das ist so ekelhaft. Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht. Das haben wir früher immer gemacht. Wenn ich so zu Hause Halloween-Partys gefeiert habe, dann gab es so Wiener Würstchen, so kurz geschnitten wie ein Finger und dann eine Mandel vorne dran. Dann sah das halt aus. Das ist noch unter Mad-Igel. Warst du schon mal auf einer richtig doll guten Halloween-Party? Nein, ich war ehrlich gesagt erst ein einziges Mal überhaupt auf einer Halloween-Party. Und die war in einem alten Kino hier in Berlin. Oh, stimmt. Das hat damit zusammen gewohnt in der Zeit. Ja, genau. Ding. Vom Setting her war es eigentlich ganz cool, geil, muss ich sagen. Aber ansonsten war ich noch nie auf einer guten. Ansonsten gibt es natürlich, und das möchte ich rausgeben an euch, immer die Möglichkeit von Party Nummer 2, was ich ziemlich geil finde, das zu Hause zu machen, sich zu verkleiden und dann Filme zu gucken und geile Sachen vorzubacken, die so Halloween-mäßig für sich alleine so ein bisschen. Ja, aber vielleicht auch so zu viert oder fünft einfach so einen Gruselabend zu machen oder Pizza zu bestellen oder so. Wie wäre denn deine optimale? Ich hatte eine, die ich richtig geil fand einfach. Und so würde ich sie, glaube ich, auch immer gerne wieder haben. Ja. Habe ich mal mit Freundinnen eine Halloween-Party selbst natürlich im Parchim organisiert. Ich weiß noch, wie wir alle die so eine schwarzen Scheißflügel hatten, weil das damals so voll das Ding war. So Engelsflügel, aber halt in schwarz. Und dann haben wir die Party gemacht, um Abiballgeld zusammen zu sammeln. Die war richtig doll gut, die Party. Und ich weiß, dass ich da gerade auch fresh Single war. Und der war aber da. Ich hatte so eine Problematik, das fand ich irgendwie ganz aufregend, dass da eine Problematik rumgelaufen ist. Ja, ich verstehe, was ja. Es gab halt einfach eine Person, wegen der man auf der Party war. Das macht es ja auch oft einfach aus. Voll. Ne? Und dann war da aber halt auch noch ein anderer Typ, das werde ich nie vergessen. Und mit dem habe ich dann geredet. Und das hat mein Ex-Freund scheiße gefunden. Das hat mir einfach einen Vibe gegeben, alles, diese ganze Party. Hättest du gedacht, zu früher, als du, sagen wir mal, du warst 17, hättest du gedacht, dass wenn du 32 Jahre alt bist, eines Tages hier sitzt und dich so schminkst? Als ich 17 war, war mein größter Wunsch, Scene-Kid auf MySpace zu werden. Ich mache jetzt ein bisschen über, ja? Ja. Weil die hat einen riesigen Mund. Und ich habe einen riesigen Kopf. Ich sterbe. Ich sterbe. Was? Wieso? Das kommt, Menschen kann das sehen. Jeder Mensch kann das gerade sehen. Wer will? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Jaco. Ich glaube, ich ertrage es nicht. Oh, wir könnten noch die Top 3 unserer Lieblings-Halloween-Kostüme sagen. Also ich muss sagen, das allerbeste Halloween-Kostüm, was ich kenne, was mir persönlich Freude macht, ist einfach der Geist. Ein Laken drüber und zwei Löcher rein. Ich finde schon die so ein bisschen gruseliger sind. Ich finde so eine richtig geile Hexe schon geil, wenn die so richtig doll gut gemacht ist. Und wir waren ja gestern in diesem Halloween, in diesem Verkleidungsgeschäft. Da gab es halt auch diese ganzen Disney-Kostüme. Oh ja. Und ich finde es auch geil, wenn man so unschuldige Figuren nimmt, wie Alice im Wunderland oder ja. Rotkäppchen oder Schneewittchen. Und das in so richtig, richtig höllenmäßig macht. Ja, das finde ich auch geil. Finde ich auch geil. Aber es steht und fällt, also wenn man sowas macht, steht und fällt es halt wirklich mit dem Make-up, ne? Also wenn ich mir das angucke, was teilweise so Leute auf YouTube machen, das sieht so krass aus. Also so wie wir das gerade machen. Schön. Also ich mache mich gerade schmutzig. Mein Name ist Harley Quinn und ich habe schon gekämpft. Ich war halt schon im Dirt. Weißt du, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Du bist eine Frau, du bist Claire. Du hast die gleiche Haarfrisur wie Claire von Modern Family. Ja, ich weiß halt auch nicht so recht. Wenn ihr der Joker und Harley Quinn auf Wish bestellt. Wollen wir uns umziehen? Mhm. Aua, ich habe Krampf in der Hand. Hallo. Es ist jetzt nicht so high class, es ist klar. Es ist halt eine schnelle Nummer. Wenn jetzt nicht Coronavirus wäre, dann würde ich jetzt richtig gerne auf eine Party gehen. Ich auch. Mit dir. Wir sind fertig. Ja, Leute.
Wir bedanken uns recht herzlich für eure Teilnahme an diesem großen, an diesem großartigen Kunstwerk. Ihr seid süß und klein wie ein Stachelschwein und fein. Ich möchte so sein wie ihr, aber kein Stier. Nein. Tschüss.